Der Ministerpräsident Albig, Schleswig-Holstein. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, worum geht es hier? Drei Länder sollen neu als sichere Herkunftsländer eingestuft werden. Bisher sind das nur Ghana und der Senegal. Jetzt sollen Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina dazukommen. Was ist die Begründung? Die niedrige Anerkennungsquote. Die lag 2013 zwischen 0,2 und 0,5% in diesen Ländern. Nun gibt es aber auch andere Länder mit so niedrigen Anerkennungsquoten wie Algerien und Indien, die dennoch nicht zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden. Was wird die Folge sein? Faktisch findet für Asylsuchende aus sicheren Herkunftsländern keine ernsthafte Prüfung ihres Asylgrundes mehr statt. Sie werden sagen, das stimmt doch nicht, im Einzelfall doch schon. Ja, das ist richtig. Und ich kritisiere auch nicht die engagierten Entscheide des Bundesamtes. Aber, und lassen Sie uns das in aller Deutlichkeit sagen, das wird der absolute Ausnahmefall bleiben. Der Regelfall wird sein, sofortige Ablehnung des Asylantrages als offensichtlich unbegründet. Was ist also wirklich gemeint? Tatsächlich geht es eben nicht um Anerkennungsquoten. Tatsächlich geht es in dieser Debatte um die Frage, ob wir Flüchtlinge in gute Flüchtlinge und in schlechte Flüchtlinge aufteilen. Auch ich weiß, dass in meinen Kommunen Probleme entstehen. Natürlich weiß ich das. Es sind große Probleme, die wir miteinander lösen müssen bei der Unterbringung, bei der menschenwürdigen Unterbringung. Und der Kollege hat es eben richtig beschrieben. Aber wir verfangen uns in unseren eigenen Bildern, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir ewig von vollen Booten reden und wenn wir von Flut reden, die vor unsere Tür prallt, wenn wir Menschen meinen, Frauen und Kinder, Alte und Junge, die nicht, weil sie Spaß daran haben, zu uns zu kommen, sondern weil es ihnen elend geht, weil sie verfolgt und diskriminiert werden, bei uns anklopfen, um Hilfe suchen, nicht, weil sie Hartz IV so toll finden, sondern weil sie Angst um ihr Leben haben. Wir verfangen uns doch in unseren eigenen Bildern, wenn wir so diskutieren, wie wir hier diskutieren. Unser Boot ist noch lange nicht voll. Unsere Verantwortung ist unser Boot. Und wie können wir sagen, dass diese Verantwortung eine Grenze hat, hinter der sie nicht mehr wirken sollte? Nein, ich glaube, ja, wir stehen vor einer Herausforderung, aber wir sollten diese Herausforderung beherzt annehmen. Viel kleinere Länder als wir nehmen im Vergleich deutlich mehr Flüchtlinge auf, Malta und Schweden. Ich finde es zynisch, Armutswanderer und Kriegsflüchtlinge gegeneinander auszuspielen. Und das wird auch nicht besser. Ganz im Gegenteil, wenn scheinbar Richtiges an anderer Stelle gelöst wird. Ja, natürlich muss die Residenzpflicht entfallen, das ist richtig. Aber das ist ein Gebot der Vernunft, dass sie fällt. Nicht nur der humanitären, auch der arbeitsmarktmäßigen Vernunft. Und wir glauben, dass es mit diesem Kompromiss noch nicht mal gut geschieht. Die faktische Einschränkung durch die örtliche Bindung der Gewährung öffentlicher Leistungen läuft im Ergebnis eben doch wieder auf die Einschränkung der Bewegungsfreiheit bei Mittellosigkeit hinaus. Damit wird auch weiterhin für sehr, sehr viele Asylbewerberinnen, Asylbewerber und geduldete Residenzpflicht gelten. Ja, auch wir wollen, dass die Vorrangpflicht beim Arbeitsmarktzugang oder der Wegfall des Sachleistungsprinzips eintritt. Ja, aber dafür brauche ich keinen Kompromiss, mit dem ich Gutes mit Schlechtem verknüpfe, sondern das wäre Gebot, es sowieso zu tun. Dieses rechtfertigt nicht die Diskriminierung oder als Diskriminierung empfundene Einstufung von Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina als sichere Herkunftsländer. Statt das Ziel zu verfolgen, Menschen faktisch vom Asylverfahren auszuschließen, sollte Deutschland lieber über die EU Druck machen auf diese Länder, um Diskriminierung und Korruption dort zu bekämpfen. Dann, meine Damen und Herren, dann müssen die Menschen dort ihre Heimat nicht mehr verlassen. Dann müssen wir keine Sorge haben, dass dort Roma-Dörfer überfallen werden. Dann müssen wir uns keine Sorge machen, dass dort Menschen auf Müllhalden leben. Dann müssen wir uns keine Sorge machen, dass man Kinder nicht zur Schule schickt aus Angst vor Diskriminierung. Wir flüchten aus unserer Verantwortung mit diesem Kompromiss. Meine Damen und Herren, die Tinte, mit der dieser Kompromiss geschrieben wurde, sie kommt gerade aus dem Gefrierschrank. Es lässt einen frieren. So ein Kompromiss wird Schleswig-Holstein nicht zustimmen. Herzlichen Dank.